Ich habe erst kürzlich einen Beitrag gemacht über alle interessanten Spiele eines Genres rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg. First-Person-Shooter mit Battlefield, RTS mit Company of Heroes, Echtzeit-Taktik mit Partisans 1941 und so weiter. Ja, der Beitrag ist mal so richtig gut gealtert, denn schon jetzt habe ich einen neuen Anwärter für euch. Gut, das Genre habe ich eh so ein bisschen außen vor gelassen, Asche über mein Haupt, jetzt ist aber mit dabei. Es geht um Rundenstrategie. Denn genau das bekommt ihr mit Classified France 44 von Absolutely Games und Team 17. Ich konnte vorab schon ein wenig in den Titel reinspielen und verrate euch, was so mein erster Eindruck ist. Ahead of the invasion, we have parachuted in to help the French resistance. Der Name verrät es schon, das Spiel versetzt euch in das Jahr 1944 nach Frankreich. Um genauer zu sein, 53 Tage vor dem D-Day am 6. Juni 1944. Zu der Zeit gab es dementsprechend nicht viel zu lachen in Frankreich, doch euer Job ist es als Elite-Team aus alliierten Spezialeinheiten im Vorfeld Chaos hinter den feindlichen Linien zu stiften. Dafür bestreitet ihr einzelne Einsätze, verstärkt den lokalen Widerstand und macht es den alliierten Streitkräften einfacher, am D-Day zu bestehen. Das kann man jetzt natürlich auch wieder ganz entfernt mit XCOM vergleichen, wo es darum ging, den Alien-Angriff zu überleben, abzuwehren und letztendlich die Bedrohungslage auszuschalten, bevor die Doomsday-Clock abläuft und ihr vernichtet werdet. Das Gameplay an sich ist ganz klassisch und grundsolide. Erfindet somit das Rad Rundenstrategie nicht neu, muss es auch nicht, hat aber trotzdem so ein, zwei Eigenheiten. Pro Runde könnt ihr wie gewohnt mit jedem eurer Charaktere agieren und Aktionen ausführen, solange ihr denn genug Aktionspunkte habt. Hierbei kommt ein deutlich dynamischeres System zum Einsatz, welches euch mehr Möglichkeiten eröffnet, gerade wenn es um Feinabstimmungen geht. So hat jeder Charakter nämlich nicht nur wie so häufig ganz klassisch 2 Aktionspunkte, sondern 12. Das merkt ihr dann vor allen Dingen beim Laufen. Jedes Feld kostet euch einen Aktionspunkt. Ganz simpel, nachvollziehbar, aber clever. Zudem verbrauchen auch die Fähigkeiten eine unterschiedliche Anzahl an Aktionspunkten. Von 2 bis 6 ist alles dabei. Einziger Haken, gerade beim Laufen wird immer hochgezählt, wie viele Aktionspunkte ihr gerade verbraucht, anstatt anzuzeigen, wie viele am Ende noch übrig sind. Das ist gerade bei der Planung und Thema Feinabstimmung ein bisschen nervig. Gerade vor dem Hintergrund, dass es keine Rückspulmechanik gibt, die ja immer häufiger Anklang findet. Nervig ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir wieder zu einem sehr persönlichen Ding von mir. Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, ich weiß, viele lieben das und da geht's auch ganz häufig um Chancenmaximierung und taktisches Vorgehen. Das ist aber halt einfach nicht meine Art von Rundenstrategie, wie ich es bevorzuge. Zwar ist das hier mit den Trefferwahrscheinlichkeiten eh schon relativ entspannt, ihr könnt auch zu 100% treffen, aber wenn man da mal wieder direkt vor dem Gegner steht, ihn förmlich den Lauf schon in die Nase steckt und trotzdem vorbeischießt, das nervt. Nicht umsonst habe ich hier so viele Nahkampfangriffe gemacht. Gerade letzteres ist sowieso ein sehr valides und effektives Mittel. Denn so seid ihr zu Beginn vieler Missionen unentdeckt. Und solange ihr unentdeckt seid, könnt ihr so viele Gegner wie möglich heimlich aus dem Weg räumen, bevor es zum großen Kampf kommt. Aber auch hier gibt es so einen kleinen Haken. Das heimliche Vorgehen zu Beginn, das mochte ich sehr. Allerdings gibt es bei einem Missionstypen immer so ein, ja, ich nenne es mal ausgedachtes Limit. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Wenn ihr zum Beispiel 3 Stealth-Kills habt, greifen eure Soldaten halt einfach an. So überraschungsmomentmäßig, so, oh, surprise, jetzt sind wir da. Finde ich halt einfach so ein bisschen dumm. Lass es mich doch einfach so lange probieren und fortführen, wie ich kann. Irgendwann kommen schon die Gegner, die so einen Stealth-Angriff überleben. Und dann wird der trotzdem geballert. Also das finde ich halt einfach irgendwie nicht so richtig durchdacht. There's a buck in my sights. I'm gonna skin you alive. Sie haben mich erwischt! Wenn es dann zum großen Shootout kommt, habt ihr hoffentlich das bessere Ende für euch. Fast noch wichtiger als die Lebensanzeige ist dabei allerdings die Moral. Die seht ihr in so einem lila Balken. Die geht runter, wenn euer Gegner oder ihr selbst beschossen werdet. Das soll so ein bisschen simulieren, dass es halt einfach nicht so angenehm ist, beschossen zu werden. Hat ein Charakter die Hälfte des Balkens verloren, ist er demoralisiert. Heißt, er hat nur noch die Hälfte seiner Aktionspunkte. Ist die Moral sogar komplett hinüber, setzt der entsprechende Charakter eine Runde aus. Der Rest ist ganz klassisch. Volle und halbe Deckungen flankieren unterschiedliche Gegnertypen, Fähigkeiten und so weiter. An invasion is coming to free Europe from the Nazis. We're here to prepare the ground for D-Day. Zwischen den einzelnen Missionen könnt ihr euch in der Basis auf den nächsten Einsatz vorbereiten.
Und das ist teilweise noch fast wichtiger als die Kämpfe selber. Ihr seht, wie lange ihr noch Zeit habt bis zum D-Day, wie stark der Widerstand ist, wo ihr schon Gebiete kontrolliert und welche Einsätze als nächstes möglich sind. Mein Tipp hierbei, wenn ihr die Wahl habt, einen neuen Kämpfer zu rekrutieren, wählt definitiv diese Mission. Ihr habt eh nicht viele Kämpfer und ihr könnt ihr auch nicht einfach wie bei XCOM aus so einem Katalog bestellen. Jeden Soldaten müsst ihr böse mit einer extra Mission auf eure Seite holen. Und je mehr Soldaten ihr habt, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich euch. Und das muss ich euch nicht vorrechnen, das wirkt sich einfach positiv auf alles aus. Wie skill ich meine Kämpfer? Wie spezialisiere ich die? Pro Klasse gibt es 4 verschiedene Richtungen. Welche Ausrüstung gebe ich jedem Einzelnen oder wer macht wann Pause, um sich zu erholen? Gerade letzteres ist immens wichtig, denn aus jedem Kampf gehen eure Soldaten gezeichnet hervor. Sei es auch nur, dass sie erschöpft sind und somit wenig Aktionspunkte haben. Davon erholen sie sich aber nur mit der Zeit, wenn ihr sie eben in keine Einsätze schickt. The Allies have cash. A lot of cash. Classified France 44 macht beim ersten Antesten einen soliden Eindruck. Die Dauer der einzelnen Missionen ist mit rund 20 Minuten recht angenehm, könnte aber auch ein bisschen weniger sein, wenn das Spiel noch ein bisschen runder läuft. Zwischen den einzelnen Aktionen merkt man immer so ein bisschen eine Pause. Und auch die Kamera macht nicht immer zu 100% einen guten Eindruck. Darüber hinaus besitzt der Titel ein paar Eigenheiten, die das Setting Weltkrieg gut einfangen. Alles in allem erfindet Classified das Rad dabei nicht neu und bietet somit gewohnt solide Rundenstrategie. Classified France 44 erscheint dann am 5. März. The clock is ticking. This is Willard Cassidy. Out.